Ein weiterer Mini-PC. Minis Forum UM300. Wo unterscheidet er sich und wofür eignet er sich? Der Lieferumfang bei den Geräten ist zumindest gleichbleibend. An der Front bietet dieser hier ein eingebautes Mikrofon, einen USB-C, USB 3.1, wovon einer mit dauerhafter Lademöglichkeit ist, einen Headset-Anschluss sowie den Power-Taster und einen Reset-Taster. An der Rückseite sind zwei weitere USB 3.1, Display- und HDMI-Port, doppeltes Netzwerk, Stromversorgung und ein Kensington-Lock. Die Abwärme geht auch hinten raus. Nachrüsten geht bei diesem sogar ohne Schrauben. Hinter einer Druckverriegelung kommt man an die RAM-Bänke und ein Festplattenkabel. Je nach Konfiguration sind die Speicherslots belegt oder frei. Das mitgelieferte und lizenzierte Windows ist eine Home Edition. Microsoft-typisch ist die Installation sehr anwenderfreundlich. Und schon ist dein PC betriebsklar. Verwende deine Stimme oder die Tastatur. Wenn ich still sein soll, wähle einfach das kleine Mikrofonsymbol am unteren Bildschirmrand aus. Wenn auch an der Stelle mit dem Benutzerkonto einige Tücken liegen. So möchte Microsoft hier gerne ein Online-Konto. Muss man aber nicht. Es geht auch ein pur lokales Konto. Gib deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und folge den Anweisungen, um dich anzumelden. Ich melde mich wieder, wenn du fertig bist. Gib nun ein Kennwort für dein Konto ein. Und dann soll man ein leicht zu merkendes Passwort vergeben. Passwort auf jeden Fall. Speziell, weil hier gerade das Administratorkonto angelegt wird. Aber doch bitte ein komplexes Kennwort. Und die Sicherheitsfragen anschließend beantwortet bitte nach einem eigenen Schema. Aber nicht mit den richtigen Antworten, weil die rauszubekommen ist ein leichtes. Natürlich werden bei einem neu installierten System am Anfang Updates ohne Ende installiert. Je nach Auslastung der Server und Internetverbindung kann das schon mal einen Tag dauern. Es bietet sich an, in dieser Zeit natürlich auch sofort einen Virenscanner zu installieren. Das Windows selber scheint sehr sauber zu sein. Ich konnte keine Adware finden, keine Werbespiele oder sonst irgendwas. Bei meiner 128 GB Version sind knapp 90 GB frei. Es gibt zwar eine Wiederherstellungspartition, jedoch hat eine Wiederherstellung bei mir darüber nicht funktioniert. Der Hersteller bietet auf seiner Webseite ein frisches Image zum Download an.
Das Benchmark-Ergebnis ist für dieses kleine Gerät richtig genial. Speziell auch, weil der Lüfter und auch die Abwärme geringer ist als bei manch anderem Gerät. Das spiegelt sich auch in den Spielen wider. Keine Lags und tolle Grafiken. Auf geht's! Da wurde getötet. Natürlich alles in Relation zu dem Mini-Gehäuse. In der Stufe aufgestiegen. In den weiteren Stufen kann euer Champion seine Fähigkeiten verbessern. Habe ich andere Geräte, primär für Netzwerktätigkeiten im Einsatz, auf denen man auch mal Multimedia-Inhalte ausführen kann, verhält es sich bei diesem PC anders. Auch, weil nur Windows Home dabei ist, aber auch wegen der Ausstattung, ist dieser PC ein echter Konsolenersatz. Mit RetroArch und zwei Bluetooth-Controllern von 8-Bit-Do kommt so ein richtiges Wohnzimmer-Flair auf.